jeder sollte verkaufen können. Ob es die Hausfrau ist, ob es der Ingenieur ist, ob es der Verkäufer ist, jeder sollte verkaufen können, weil wir jeden Tag in so einer Verkaufssituation sind und das Leben dadurch auch ein bisschen einfacher wird. Und damit übergebe ich dir das Wort, Stefano. Verstehen und verstanden werden. The stage is yours. Dankeschön. Also herzlich willkommen. Ich möchte aber gerade noch auf das, was du gesagt hast, Thorsten. Jeder müsste verkaufen können. Eigentlich können wir das ja. In der Grundlage, bei mir fängt der Verkauf am Haustisch an, beim Mittag oder beim Nacht. Wenn beispielsweise der Partner heimkommt: Schatz, was machen wir heute Abend? Das ist wahrscheinlich, ich wette ausgehen essen. Ich habe keine Lust, daheim rumzuhocken. Ich will etwas Aktives machen, jetzt, wo man es sowieso wieder kann. Und darum, dort fängt eigentlich schon der Verkauf an. Und auch als Chef, als Leader, ich habe vorher im Chat gelesen, wir haben auch Selbstständige, die für alle Bereiche verantwortlich sind. Der Schritt vom Verkauf, beispielsweise zu Verkaufsleiter oder selbstständig etwas führen, wir verkaufen einfach statt Produkte oder Dienstleistungen, verkaufen wir Ideen, Aufgaben. Und das heißt auch wieder, die Leute motivieren mit: Was bringt das dir oder dem Unternehmen? Also Benefits sagen. Ist zwar nicht das Thema für heute, aber ganz wichtig: Wir verkaufen immer. Es ist nicht etwas, wo man kann lernen kann. Man hat es in sich und nachher kann man es nur noch verbessern. Wie jeder kann eigentlich verkaufen. Selbst die, die sagen: Ich kann nicht verkaufen. Szene von vorher daheim: Schatz, was machst du? Oder: Wo hast du jetzt das wieder klar? Und wenn ich das richtig verstehe, möchtest du mir sagen, dass ich unordentlich bin? Wie möchtest denn du das gern? Und so ist man schon in einer Verhandlung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und dort kann man ansetzen, auch wenn man ein Team führt, aber einfach auch mit dem Kunden. Wie, gerade in diesen zwei Szenen, man sollte grundsätzlich erst einmal den Kunden verstehen. Und wie ich es in der Ausschreibung gesagt habe, wenn ich gerne Suchwort habe, tue ich auch nicht jedem Suchwort auftischen. Ich glaube, da wären ein paar nicht ganz so glücklich. Jetzt abgesehen von Geschmäcker, nicht Geschmäcker. Aber es ist eine saisonale Sache, es ist eine persönliche Sache. Und genau die, jeder Mensch ist eigentlich einzigartig. Selbst wenn der Spruch "behandle andere wie selbst, wie du gerne selbst behandelt werden möchtest", steht ja sogar in der Bibel unter anderem. Und eigentlich ist er nicht falsch. Das heißt, ich möchte den anderen das Beste und das Allerbeste, wie ich es auch für mich wette. Bis dort alles okay. Ist also nicht das Was, was das Problem ist, sondern das Wie. Wie tue ich das umsetzen? Wenn ich jetzt nochmal zu der Geschichte von vorher gehe: Schatz, was machen wir heute Abend? Dann weiß ich, wie mein Schatz funktioniert. Und das immer schon. Ich tue mich anpassen an meinen Schatz, dass ich das Ziel erreiche, was ich erreichen möchte. Im Verkauf ist das ganz einfach: Was möchte mein Kunde? Und darum tue ich Sie euch jetzt herzlich willkommen heißen zu unserem Lunch and Learn und dem Bewusstsein, dass heute der Spruch einfach überflüssig oder veraltet ist und der Mythos von der Wissenschaft belegt worden ist, dass es ein Mythos ist. Trotzdem, es ist wichtig, wir müssen eins ganz klar sehen: Jeder Mensch hat seine Landkarte. Eine Landkarte, beispielsweise beim Autofahren. Wenn ich jetzt schaue, GPS, am Anfang, wo ich den hatte, habe ich den einfach immer auf Norden eingestellt. Ist aber noch schwierig gewesen. Ich plötzlich: Ja, wo ist sie, wo geht es jetzt durch? Also habe ich es dynamisch eingestellt, immer in die Fahrtrichtung, das heisst, dort, wo ich hin möchte, aufs Ziel. Und genau das Gleiche ist bei der menschlichen Landkarte. Wenn ich es auf meine Landkarte richte, dann ist es auf mich bezogen, aber wahrscheinlich komme ich nicht an mein Ziel, wie der andere hat sein Ziel und seine Landkarte. Und dementsprechend, wenn ich mich tun auf das einlassen, kann ich auch meinen Kompass richten und merken, wo soll die gemeinsame Reise hingehen. Denn der Satz sagt so schön: Perception is reality. Wenn ich als Schweizer den See sehe und die Hügel hinten, sagt ein sogenannter, wie es mein Papi genannt hat, Flachland-Indianer, hat über die Holländer geredet, die mit den Wohnwagen kommen. Er hat gesagt: Ja, die haben Hügel, bei denen ist alles flach. Ich bin da mal dort, es ist ja so. Für uns Schweizer sind echte Berge die auf der anderen Seite. Und darum, das Beispiel soll schon mal zeigen: Jeder hat eine andere Wahrnehmung und das ist seine Realität. Wenn mein Schatz jetzt schon geplant hat, heute Abend ein feines Essen machen, dann ist in ihrer Landkarte, heisst es daheim bleiben und bei mir heisst ausgehen. Also kommt dort schon mal
Warum möchte sie das? Vielleicht hat sie etwas Besseres. Ich interessiere mich an ihr, kann mich anpassen. Wie wahrscheinlich ist es sogar besser als im Restaurant. Und aus dem Grund ist es ganz wichtig, ist die Person mir gegenüber genau gleich am Ticken wie ich oder nicht? Zudem nehme ich 4 Reisebegleiter in der heutigen Lunch and Learn mit. Das ist der Reto, die Grazia, der Bob und Gerda. Wie man es schon vielleicht von den Gesichtern aus sieht und auch kann lesen, ich tue es euch schnell umblenden, sind das 4 absolut unterschiedliche Charaktere. Der Reto und Grazia, könnte man fast sagen, sie sind der Gegensatz. Wenn eine eher die Harmonie und Geborgenheit liebt, möchte der andere bestimmen und sich durchsetzen. Nimmt seinen Raum und die andere möchte einfach Geselligkeit und sich eher zurückziehen. Und da sehen wir schon mal nur mit diesen 2 Beispielen, dass natürlich ein Konflikt in der Landkarte könnte sein. Aus dem Grund tun wir etwas machen. Wir tun das anschauen von einer ganz anderen Perspektive. Wenn ich mein Gegenüber verstehe und seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Ambitionen, aber halt auch vielleicht, wie ich es vorher dem Thorsten gesagt habe, im Vorgespräch, der verletzte Anteil, der verletzte Feld kann entdecken, weiss ich, wo sein oder ihre Schuhe drückt. Erst nachher kann ich mich darauf einlassen und hoffen, nicht verlangen, hoffen, dass mich die andere Person versteht. Ich nehme jetzt gerade mal die Erfahrung im Verkauf. Ich habe alle Arten von Verkauf durchleben, sage jetzt mal 360 Grad, B2B, B2C, Einzelhandel, Discounthandel bis Fachhandel. Und ja, wenn ich in die Modalität gehe, Beratungsverkauf, ist das besonders wichtig. Wenn ich meinen Kunden nicht verstehe, wie will ich verlangen oder hoffen, dass er mich versteht, ist gar nicht möglich. Wir sind in 2 unterschiedlichen Perspektiven. Darum nehme ich nochmal meine 4 Reisebegleiter. Vielleicht kennen die einen oder anderen unter euch die 4 Farben. Die werden unterschiedlich dargestellt. Disc, Insights, außer Struktogramm, das noch 3 hat. Ich nehme jetzt den Motivkompass. Auf dem tue ich meine Kurse basieren. Und auf dem werden wir noch einige Sachen anschauen. Jetzt sehen wir, ich habe vorher vom Reto und der Graz gesprochen. Die sind genau auf der gegenseitigen Landkarte. Das ist wie ich hier in Europa und sie vielleicht in China auf dieser Seite vom Globus. Wir verstehen uns nicht sprachlich, wir haben andere Kultur, andere Usanzen. Und darum muss ich mich, wenn ich etwas will, respektive eine Beziehung aufbauen, muss ich mich auf den anderen einladen. Das heisst, ich bin offen, ich ziehe mal vielleicht meine Brüllen ab, wie jeder hat seine eigene Brille und so tue ich natürlich den anderen verzerrt mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Überzeugungen einschätzen. Und automatisch kommt man wahrscheinlich vielleicht nicht in dem Fall als grün über, sondern vielleicht als blau oder sonst etwas. Und darum muss ich mich können, und das habe ich in der Coaching-Schule gelernt, erst einmal einen Schritt zurückgehen, dass ich neutral kann dastehen und zulassen, zuschauen, dass ich die andere Person verstehe, Fragen stelle und dementsprechend auch die Person kann in seiner Fülle kennenlernen. Bedürfnis, Wunsch, Ambitionen, Problem. Und so kann ich auch auf die Person eingehen. Und da hilft mir natürlich der Motivkompass. Ich zeige ihn hier in der vollen Version. Ich tue mal schnell umblenden, dass es für euch kein Augentraining gibt. Da. So. Da seht ihr, in diesen Farbfeldern hat es ganz viele Emotionen drin. Denn der Verkauf ist emotional. Zahlen, Resultat natürlich nicht. Aber das Verkauf ist emotional. Und wenn jetzt beispielsweise ein Kunde einen Trigger hat, nehmen wir jetzt mal das blaue Feld. Ihr seht Ordnung, Stabilität. Heisst aber auch Sicherheit. Wenn jetzt beispielsweise ein Kunde irgendein Problem hat, wie etwas nicht funktioniert, nehmen wir es als Arbeitsinstrument, ein informatisches System, der hat natürlich dort einen extremen Trigger. Und wenn ich den herauslese, dass das sein verletzte Feld ist, kann ich schauen, wo möchte er annehmen. Und das hilft mir dann zu verstehen, beispielsweise wenn er ins rote Feld will, weil er ein Geschäftsführer ist, wenn er Erfolg und so weiter will. Ihr seht schon meine Taktgestik, es muss weitergehen.
Und darum dementsprechend weiss ich muss ihn begleiten im Verkauf, in der Beratung, vom blauen ins rote Feld, wenn er wieder in seiner Komfortzone ist. Und all das hilft natürlich, das Verstehen vor dem Verstanden werden, dass ich auch in dem Werdegang zu der Lösung vor allem positive Erlebnisse schaffen kann. Rede ich von Problemen oder von Lösungen? Bleibe ich im Problem oder gehe ich sofort in die Lösung? Ich meine, das heisst Fortschritt, das heisst die Person dort anbringen, wo sie will. Wieso habe ich da Botenstoff und halt auch, Entschuldigung, muss ich einen Schluck trinken, und Hormone drauf? Wieso? Wir sind wie eine chemische Fabrik. Also Basel lässt grüssen, was wir in uns innen haben, das ist fantastisch. Wenn man da tiefer geht durch das ganze Thema, kann man feststellen, wir können das von außen beeinflussen, was macht der Hormonhaushalt bei uns intern. Nehmen wir jetzt einfach mal Dopamin, Serotonin, Endorphin und Oxytocin. Oxytocin unter anderem ist Kuschelhormon. Und das hilft, nicht kuscheln mit dem Kunden natürlich, aber eine Beziehung aufbauen. Das Miteinander, auf Augenhöhe miteinander schwätzen. Gerade im Beratungsverkauf ist das sehr wichtig. Und wenn ich positive Erlebnisse schaffen kann, tut sich natürlich der Kunde auch besser auf mich einlassen. Wie, was passiert sonst? Da kommt vielleicht Adrenalin rauf, da kommt Cortisol rauf oder halt Testosteron. Und was bin ich? In der Abwehr oder in der Flucht sogar. Automatisch wird mir der Kunde vielleicht nicht mehr zulassen. Er will mir gar nicht mehr zulassen und vielleicht meine Lösung, mein Lösungsansatz gar nicht mitnehmen auf den Weg. Darum, Lösungen bringen in seinem Zielfeld. Er will schnell, klar eine Lösung, kommen wir nachher drauf. Also, in die Richtung gehen. Positives Erlebnis. Was, ihr kennt ja die 7W-Fragen, was, bis wann, wie, warum und so weiter. Und wenn ihr so auf Zahlen, Daten, Fakten bleibt, jetzt beispielsweise eher bei einem roten Kunden, wie es unser Reto ist, könnt ihr ihm eine perfekte Beratung und eine schnelle Lösung bieten. Thorsten, wenn du irgendeine Zwischenfrage hast, einfach immer reinkommen. Sehr gerne. Im Moment höre ich ganz aufgespannt zu. In dem Fall auch dir und allen euch willkommen in der Welt der Emotionen. Emotionen sind im Verkaufs A und O. Sind so wie im Marketing Daten, wo das Gold von der Zukunft ist, das Geld von der Zukunft ist im Verkauf die Emotion. Denn, wie sagt da ein Kollege von mir, OW, OW, und der Kunde kauft im WWW oder solche Sachen, oder wer der Kunde möchte verbraten, wie er auch sagt. Wir haben lange näher zusammengearbeitet und darum bringe ich das Beispiel, weil ich finde es sehr treffend. Die Emotion, ich habe lange in der Automobilbranche auch geschafft als Trainer. Und wenn wir jetzt da beispielsweise die vier Autos schauen, sehen wir ja auch schon wieder. Wahrscheinlich gibt es Präferenzen. Welches Auto wird wohl der Reto posten? Wahrscheinlich der Porsche. Wieso? Schnell, dominant, Prestige. Der Bob, wo eher auf Zahlen, Daten, Fakten, auf Präzision, auf Stabilität, auf Sicherheit ist, wird wahrscheinlich den Merz nehmen. Jetzt haben wir noch die zwei Ladies, wo wir sie einteilen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass Grazia sich der Familienvan nimmt und Gerda kauft sich den Mini Cabrio. Wahrscheinlich aus dem Grund, wie jeder so sein Motivfeld kann befriedigen. Und das heisst Sicherheit, das heisst Familie für den einen, das heisst Freiheit, schnelles Vorankommen, klein wendig, spontan, lässig oder eben sicher, stabil. Denken wir auch beispielsweise den Slogan von VW und er läuft das Auto. Das sind die richtigen Werte, beispielsweise für eine Grazia und einen Bob. Und darum dementsprechend hat jeder so seine Präferenz. Und wenn ich die nicht erfahren habe, bevor ich ein Angebot mache, man weiss ja, der Verkauf fängt ja meistens mit 3 bis 7 Nein an. Also von dem her, wenn ich das erkundet habe, kann ich mir schon ein paar Nein sparen. Und das hilft mir natürlich im Vorankommen, dass ich jedem seine persönliche Landkarte kennenlernen sollte. Wo ist der ideale Platz im Verkaufsprozess? Beim Kennenlernen, wir werden es nachher sehen, beim ersten Eindruck, aber vor allem in Bedarfsanalyse. In diesem Prozess investieren wir viel zu wenig Zeit. Aus Erfahrung, ich bin international eben viele, viele Jahre jetzt als Trainer unterwegs gewesen.
Es gibt kein Land, wo ich kann eigentlich eine exzellente Note abgeben kann. Gleich ob das in Afrika, in den arabischen Ländern oder europäischen Ländern sind. Ich muss sagen, es ist der schlechteste Punkt im ganzen Verkaufsprozess. Aus meiner Sicht, ein Grund bei uns ist, man will schnell ein Resultat kommen. Ein anderer Grund könnte sein, ich weiss ja, was der Kunde will. Ein anderer Grund könnte sein, interessiert mich sowieso nicht. Hauptsache kauft, ich kann ja das dort verkaufen. Er wird mir schon sagen, was er will. Oder bist du in den arabischen Ländern, habe ich dürfen entdecken. Das ist die Scham, sich in die Geschichte von der Person, Kunde, hineinzuversetzen und eigentlich als zu neugierig überkommen. Und so hat jeder seine Gründe. Aber das ist der Moment, um die Landkarte von meinem Gegenüber kennenzulernen. Landkarte heisst, und ihr seht im Hintergrund von meiner Slide, der Kompass. Wo kommt er her? Die Herkunft? Was sind seine Bedürfnisse? Was sind die Hintergründe? Und dort kann ich auch sehr gut durch die Hintergründe verstehen, beispielsweise, welche Zusatzverkäufe könnte ich dann anbieten? Wie, ja, nehmen wir jetzt nochmal das Auto. Hat er ein Boot? Braucht er eine Anhängervorrichtung? Hat er eine Family? Braucht er eine Box aufs Dach? Das sind alles Sachen zwischen 500 und 1000 Stutz und vielleicht mehr, wo ich kann einfach schnell mal erkunden, dass er das braucht, einen Mehrwert generieren und den Kunden wirklich bis ans Ende durch und durch bedienen, mit Glück und Freude auch nach dem Kauf. Und so ist die Landkarte extrem wichtig, dass wir so das können erkunden. Um das zu machen, ich habe leider sehr viele Verkäufer gesehen, die statt auf den Kunden in den Computer schauen. Richtig in die Glatze reinschauen und da töckeln, Offerten schreiben und machen. Und der Kunde sendet nur schon so viel Signal mit seinem Gesicht, dass man mimisch könnte ein Buch schreiben. Und ja, er hat alles verpasst. Mehr als die Hälfte von der Kommunikation läuft ja sowieso nonverbal. Wenn wir auf das verzichten, haben wir nur die halbe Information. Das heisst, irgendwann sind wir so blind wie am Telefon oder mit einem Chat im Internet. Und der Mehrwert von einer Beziehung face-to-face, vor allem jetzt, wo es keine Maske gibt, wir können mindestens alle 7 Grundemotionen, die wir vorher vom Motivkompass gelesen haben, können wir 1:1 sehen. Aber mit aufmerksam sein. Wie so eine Emotion dauert im Schnitt 100 Millisekunden. Das bedeutet sehen und hören. Und unter anderem noch ein kleiner Detail. Die Emotion auf dem Gesicht kommt erst und dann kommen die Wörter. Nur wenn der Kunde oder wir unser Wort verstärken mit dem Gesicht dazu. Und ich bin hässig. Also mache ich es nachher, um es zu verstärken. Aber es ist ein bewusstes Verstärken. Gegen all die unbewussten Signale, wo man beispielsweise auch an mimische Einwände erkennen kann, die kommen, bevor der Kunde überhaupt sein Maul aufgemacht hat. Und das finde ich wichtig, dass man das als erstes Learning mitnimmt vom heutigen Tag, dass man könnt vermehrt schauen kann. Weil wir haben viel mehr Nervenstränge von den Augen zum Kopf als von den Ohren. Das heisst, wir haben sozusagen fast wie eine Glasfaser gegenüber einer normalen analogen Leitung von früher. Also kommen viel mehr Informationen viel schneller zu uns. Wir haben die besseren Infos, können schneller agieren und sogar vielleicht gewisse Events vorbeugen. Sagen, wenn ich das richtig gesehen habe, sind sie gerade ein bisschen stutzig. Was macht sie so perplex? Und so komme ich in Dialog mit der Person. Und das ist dann eben auch der Beratungsverkauf. Hier. Push! Hat meistens dann viele Events und man kommt zwar schneller ans Ziel, aber oft auch allein, ohne Kunden. Hingegen im Pull-Verkauf mit dem Beratungsverkauf gehen wir auf den Kunden ein. Auch wenn auf der Visitenkarte der Berater steht, Schlussziel ist verkaufen. Weil wenn ich nicht verkaufe, wird es einfach jemand anders machen. Und da ich nicht verkauft schon gemacht habe, werde ich mit euch einen Schritt weiter gehen und euch jetzt 30 Sekunden Überlegungsaufgabe geben. Wer in unserem Bekanntenkreis jeweils schätzt ihr besonders und ihr denkt, ich kann gut zulassen? Und was macht das aus? Was
macht ihn für euch so einen guten Zuhörer. Überlegt euch kurz eine Person, die euch in eurem Leben begegnet ist. Was hat das ausgemacht? Sind das Fragen, aktives Zuhören mit Kopfnicken, mit Pausen, mit Anschauen, in die Augen schauen, nicken und vielleicht auch ein Licht nach vorne, beugte Interessenshaltung, statt immer überall rumschauen? Sind das ganz einfach empathische Gefühle, die ihr dazu habt? Was hat das ausgemacht? Wie viel von dem habt ihr auch in eurer Art vom Zuhören? Das ist so ein bisschen die zweite Frage an euch. Tönt euch das auch nach dem heutigen Lunch and Learn überlegen. Was könnte ich von diesen Personen noch mitnehmen auf meinen Weg? Denn, ich habe vorher ein Beispiel gemacht, in Resonanz gehen. Sehe ich oder verstehe ich, beispielsweise Thorsten, dass ich im Moment dich ziemlich am Mitnehmen bin in diesem Gespräch. Was gefällt dir denn besonders? So in dem Stil kann ich etwas abholen, Feedback holen und ich weiss, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ist er noch mit mir verbunden? Oder ich sehe jetzt gerade bei dieser Aufgabe vorher, Thorsten, ist dir irgendjemand sehr prägnant ins Gesicht, in den Kopf gekommen? Möchtest du mir etwas darüber erzählen? Was hat das besonders ausgemacht? Und so können wir ein Gespräch aktiv führen, denn wer fragt, der führt. Und in Resonanz gehen heisst, selbst in Stresssituationen, die Person kann, falls Stress da ist, nur schon mit dem Ansprechen und darüber reden, geht das Level um 50% runter vom Stress. Also habe ich eine ganz andere Ausgangslage dann zum Situation, wo der Stress, vielleicht der Stress so das verursacht hat, auch anzugehen. Nur schon das Ansprechen. Und das ist extrem wichtig. In Resonanz gehabt, sehen, verstehen und es ansprechen. Eben, ich habe gesehen oder ich habe gehört, sehe ich das richtig, habe ich das richtig verstanden. Das Umformulieren, Reformulieren heisst auch in Resonanz gehen. Und das hilft. Wir können das Gespräch aktiv führen, steuern und haben den Kontakt mit dem Kunden immer. Beispielsweise auch, wenn es irgendeinen unerwünschten Unterbruch gibt im Verkaufsgespräch. Nicht einfach weitermachen. Einmal gern sagen, was haben Sie in der Zwischenzeit noch überlegt zum Thema? Und so tut er wieder den Einstieg liefern. Ist auch eine sehr gute Technik. Und aus dem Grund auch eine Technik in der Kundenbeziehung. Wie sitze ich oder stehe ich zum Kunden? Ich sehe sehr viel das Vis-à-vis. Also das sieht dann so aus. Ich bin da, das andere gegenüber. Und ich sehe da meine grüne Wand. Und der Kunde sieht da eben den Schminkhecken. Um euch zu erklären, ich stehe gerade da im Studio. Und das bedeutet, solange ich eine andere Perspektive habe, kann ich nicht den gleichen Blickwinkel haben. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass ich es schaffe, in Perspektive von meinem Gegenüber zu gehen. Und so kann ich ihn erst wirklich verstehen. Denn wenn wir beide so stehen, können wir ans Ziel gemeinsam nebeneinander gehen. Und das ist extrem wichtig. Kann auch helfen, für in Aktion zu gehen. Also wir müssen effektiv dann in Kundendienste dahinteren gehen. Aber es ist auch hilfreich, wie der Kunde steht neben mir. Habe ich beispielsweise auch gelernt, gerade bei Lehrlingen sitzt man nebeneinander für ein Gespräch. Man tut Nähe, Beziehung, keine Barriere. Wieso hat man früher noch, durch die viele Erfahrung und lange Erfahrung im Verkauf, wieso hat man die ganzen Kassenkorner, die extremen Burgen, Kassenburgen, wenn man sie nicht weggenommen? Paff, Distanz, man ist trennt. Hat man sie weggenommen und heute gibt es die kleinen Counter. Nehmen wir beispielsweise Telekom-Shops. Das ist ein typisches Beispiel. Und das hilft, dass man näher beim Kunden sein kann. Jetzt lassen wir mal die soziale Distanz auf der Seite für einen Moment. Und so in Perspektive vom Kunden oder Klient gehen. Das hilft uns, dass wir bereits beim ersten Moment, beim ersten Eindruck von unserer Begegnung, der Kunde kommt rein zu der Tür,
Und ja, der erste Eindruck ist bereits bei mir im Kopf innen gespeichert, fast innen gemeißelt. Wie? Das ist ganz wichtig zu wissen. Ein erster Eindruck tut unser Hirn nur zulassen, zu verändern, wenn eine extreme Dissonanz ist zwischen dem ersten Eindruck und meinem Verhalten danach. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es nur kleine Abweichungen gibt, bleibt die forever im Kopf von mir gegenüber. Darum extrem wichtig, was heisst das? Wie komme ich rüber? Und wie kommt er mir rüber? Nehmen wir nochmal schnell den Motivkompass. Der rote beispielsweise, der eher im Thema Durchsetzung und Einfluss ist. Stolz, selbstbewusst kommt er rein. Grüezi, Handdruck, also das Finger, wenn eine Frau beispielsweise einen Ring anhat oder auch ein Mann, da könnte schon wehtun. Das ist vielleicht eher der Händedruck vom Roten. Dann nachher haben wir den Bob in unserem Fall, im blauen Feld. Ist eher zurückhaltend, förmlich, fast ein bisschen robotisch. Ich würde jetzt mal sagen, kommt rein, grüezi, Habecker, Hand geben. Sehr, ich sage jetzt mal, ausdruckslos. Nicht übertrieben, aber Tendenz, sehr förmlich. Dann haben wir unsere Grazia. Sie kommt eher rein. Hallo, grüezi. Eine weiche Stimme und runde, nicht allzu grosse Geste. Und ein herzliches Lachen dazu. Und eine sicher eindeutig tiefere Stimme als die vom Retor, vom roten Feld. Und dann haben wir noch unsere Gerda. Sie kommt rein. Ja, hallo, schön, ich bin da, grüezi mal miteinander. Jetzt einfach überspitzt in Karikatur natürlich. Und so kann ich das schon wahrnehmen. Und das funktioniert sogar am Telefon, wenn ihr richtig gut zulässt. Und das richtig gut zulassen heisst 80% jenseits der Worte. Im Telefon sind etwa 20% Worte und der Rest ist wirklich, das, wie er sie sagt. Und darum ganz wichtig in dem Fall, gut zulassen. Und dann noch ein Tipp, habe ich durch die vielen Schulungen in Callcenters können auch herausfinden, Bestätigung finden. Man kann auch am Telefon das herausfinden. Mindestens einmal rot, blau und gel, grün als erster Wechsel. Kommt die Person am Telefon oder eben auch zu euch rein. Erst mit Zahlen, Daten, Fakten, das wäre der blaue Teil. Oder mit Emotionen. Gerade bei einer Reklamation beispielsweise. Gott, jetzt stutz nochmal, jetzt bin ich einfach mitten in der Straße stehen geblieben mit meinem Karren, das geht ja nicht und so weiter. Ich bin da, ich habe mich so unangenehm gefühlt, habe nicht gewusst, was mache, ich bin schließlich kein Mechaniker. Das ist natürlich eher emotional, sehr wahrscheinlich hier durch die vielen Aussagen im gelben Feld. Oder komme ich rein und sage, sieh, mir ist das Auto in der Kreuzung stehen geblieben und ich habe das und das gemacht und nichts mehr ist gegangen, es hat nur noch alles blinkt. Hat ausgesehen wie ein Weihnachtsbaum, mein Dashboard. Also man hört sehr viele Zahlen, Daten, Fakten. Das heisst, es ist eher im rot-blauen Feld. Wenn dann Dominanz rauskommt, geht es ins Rote und wenn sie im Detail sind, geht es ins Blaue. Und so kann man selbst am Telefon schon herausfinden, mit wem bin ich am Sprechen. Wie sieht seine Landkarte aus, sein verletzter Teil und seine Grundhaltung. Und wenn ich das habe, kann ich natürlich ganz anders in ein Gespräch einsteigen. Und um das zu machen, denke nach dem ersten Eindruck und vielleicht der ersten Aussage, sobald ich dann anfange zu wirken, wird sich er fragen, ist jetzt das ein Freund oder ein Feind von mir? Ist das ein Alpha-Tierli oder ist es eher ein Untergebener, wo ich darauf herumhacken kann? Bin ich eher sympathisch oder unsympathisch übergekommen? Spricht er mich an? Kann ich Vertrauen geben oder nicht? Das sind all die Fragen, die hindurch wie ein Kopfkino durchlaufen bei dieser Person. Und das entscheidet in den ersten etwa 150 Millisekunden von meinem ersten Eindruck, wie wird sich die Beziehung, Geschäftsbeziehung oder Privatbeziehung ist gleich, auch entwickeln. Und darum, der erste Eindruck ist mega wichtig. Das heisst, wenn ich in ein Geschäft gehe und sehe beispielsweise Verkäuferinnen, die halb im Regal stehen und ich gehe etwas fragen und sie schauen mich nicht einmal an, dann ist wahrscheinlich, ich bin es schon selber gegangen.
Mein Interesse am Kunden konnte ich nicht wahrnehmen. Nein, als Kunde kann ich sagen, auch Ihr Lohn ist ein bisschen von mir gemacht worden. Von meiner Absicht des Kaufens. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch andere Läden. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, jetzt gehen wir langsam in den Abschluss. Verkaufen ist absolut emotional. Wir haben diesbezüglich extra basierend auf dem Motivkompass und auf den Emotionen basierende Verkaufskurse, wo man genau den Unterschied kann lernen, dass die Emotionalität wieder gelebt werden kann. Leider gibt es sehr viele Verkaufskurse, die sind auf Techniken basierend, genau wie in den Führungskursen. Aber das Thema Mensch wird nur marginal behandelt. Und das ist wichtig, genauso wie IQ und EQ. Emotionale Intelligenz ist heute das Gold im Verkauf. Und Zahl und Resultat kommen, wenn man emotional den Kunden abholen kann. Fazit von meinem Speak heute: Verkaufen und Führen mit Exzellenz geht nur, wenn ich die Landkarte von meinem Gegenüber kenne, auf ihn eingehe, das zulasse und natürlich auch auf seine Bedürfnisse eingegangen, mir die Zeit nimmt, vor allem mit der Bedarfsanalyse, die wir gehört haben, tue ich wirklich auf seine Worte, Stimme, Mikroexpressionen, 100 Millisekunden achten, seine Haltung, wie steht er da, eher dienen oder nimmt er seinen Platz ein? Wie ist seine Atmung? Ja, man kann auf die Atmung hören und schauen. Wie bewegt sich sein Brustkorb? Ist er eher am Hyperventilieren oder ist er ganz entspannt, also bin ich voll auf der grünen Welle mit ihm? Das ist ganz wichtig. Und schlussendlich ein Tipp: Wir machen es uns oft sehr schwer. Wir vergessen die Wörter von unserem Kunden, Klient oder einfach gegenüber, auch in der Partnerschaft, zu brauchen. Dort habe ich die beste Möglichkeit, dass er sagt, hey, es kommt mir vor, ich kenne den schon ewig lang. Wie er versteht bei mir natürlich seine Wörter noch besser, als wenn ich die dann übersetze in eine Fremdsprache, die ihm auf seiner Landkarte nicht genehm sind. Oder einfach eben wie vorher mit dem GPS. Wenn ich ihm auf Norden bin, muss er alles übersetzen. Ah, jetzt muss ich links und rechts fahren. Genau das Gleiche ist auch beim Wording. Wenn ich, kann man ein Beispiel, eben, du hast ja gesagt vorhin im Tessin, ein Kabel heisst Cavo auf Italienisch. Und wenn ein Kunde halt kommt und sagt, wahrscheinlich ein Deutschschweizer, muss ich jetzt sagen, und Cavolo, das ist eigentlich ein Kabis, dann ist halt der Cavolo. Und dann nehme ich den Cavolo, auch wenn es in mir lacht, aber das ist sein Wording. Why not? Lassen wir doch das zu, Mut zur Lücke, Mut zum Fehler. Wir wollen ja nicht Recht haben, wir wollen verkaufen. Und darum sind wir in Resonanz mit dem unserem Gegenüber, mit dem potenziellen Kunden, denn nicht verkauft habe ich schon. Möchtest du kurz übernehmen oder soll ich das gerade machen? Ich habe noch ein Geschenk mitgebracht. Gut. Ich habe ein Geschenk mitgebracht und zwar ist das der erste, der ohne Free steht. Ich habe jeden dritten Mittwoch, außerhalb beispielsweise Ostern und so, habe ich drinnen am Morgen von früh aufstehen, von 7 bis 8:30 Uhr, zu dem Thema, wo wir jetzt am Reden sind, The Power of Emotions. Dort kann man noch ein bisschen mehr erfahren von dem, was heute ein bisschen knapp war. Ihr könnt euch bei uns auf habegger.shop kostenfrei anmelden. Oder wenn es soll mehr sein, gerade für Menschen in der Führung, ein wunderbarer Führungskurs, wo Theorie und Praxis den richtigen Platz hat und das Herz und die Emotionen viel Platz haben drin. Und das wäre das Angebot daneben. Es ist ja aufgerechnet, du lässt das freistellen und sonst können wir das dann ins Netz stellen. Ich möchte euch ganz herzlich bedanken und wie ich das gesagt habe, bei mir gibt es kein Suchwort, sondern einen Kaffee. Und darum, hier könnt ihr mit dem Handy, sei es meine V-Card, zu euch speichern oder direkt einen Termin für einen Kaffee beim Studio, im Bild, wo ihr seht, oben buchen, eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich nehme die gern. Und dann können wir über das spannende Thema der Emotionen im Verkauf miteinander